Mann, knallt die Sonne. Und ja, das am frühen Morgen. So, moin erstmal. Moin. Mittlerweile ist es schon recht kühl geworden. Die Temperaturen sind arg am Fallen. Wir hatten Nacht schon einstellig. Und jetzt werden die Fische natürlich nervös, die großen Räuber. Hoffen wir jedenfalls. Das heißt, sie sind ja schon dabei, ihren Laich auszubilden. So die Theorie. Nein, ist auch die Praxis so. Und dafür brauchen sie viel Energie. Und heute wollen wir mal testen. Sowas. Sowas. Und jetzt komme ich. Oder sowas. Halt mal dein noch mal dagegen. Da bin ich ja mal gespannt. Also Big Bait gegen, ich sag mal, Small Bait. Also ja, Little. Zumindest für die Hechte. Und dann wollen wir mal gucken, worauf sie mehr stehen heute. Ich arbeite wahrscheinlich auf ein bisschen, ne, mit den Großködern. Heiko hat da wahrscheinlich eher die Chance, was zu kriegen. Aber naja, es hängt ja auch ein bisschen von der Köderführung ab. Also, rauf aufs Wasser. Wir sehen uns. Wenn ich hier am Basteln bin, hat Heiko schon seinen ersten Fisch im Drill. Auf einem natürlichen kleinen Köder. Während du schon am Basteln oder noch am Basteln bist? Am Basteln, ja. Du hattest die ersten Köder im Wasser. Ja, das ja, aber ich habe gerade Köder gewechselt, ne? Aber. Guck mal an. Ein kleiner Hecht wollte einen kleinen Jerk. Ja. Petri Heil. Petri, danke. Eine Seefahrt, die ist lustig, eine Seefahrt, die ist schön. Also wenn ich singe, geben sie mir immer Geld, damit ich aufhöre. Das kann ich verstehen. Also was der Heiko heute mit mir macht, hier, ich komme gar nicht zum Angeln hier. Andauernd schreit der Fisch hier. Ich glaube, ich muss gleich meine Geheimwaffe mal ran basteln. Aber diesmal ist es ein Little-Hecht. Ich glaube, Heiko sollte die Köder wechseln. Ich habe eben gedacht, da ist ein Aal dran. Tatsächlich ist es. Ja. Kleiner Hecht. Den werden wir mal schnell befreien, damit er nicht mehr schwimmen kann. Ja, ganz schnell vom Haken lösen. Genau. Na klar. Oh, nachdem gerade bei mir ein Hecht ausgestiegen ist, habe ich jetzt ein bisschen länger gebraucht für die Kamera. Und bei Peter ist er gerade auch nochmal ausgestiegen. Wahrscheinlich nicht der gleiche. Aber gucken wir mal auf Peters Köder. Einer von TSD Custom Baits, den gucken wir uns gleich mal ein bisschen genauer an, weil das wackelt ja gerade ein bisschen doll. Das wackelt immer noch ganz schön doll, aber jetzt kann man ihn auf jeden Fall sehen. Wir sind auf dem Wasser, das bleibt gar nicht raus, das wackelt. Ne? Schon drei Attacken drauf gehabt und eben einen schönen Aussteiger. Na, was heißt einen schönen Aussteiger? Ein Aussteiger war aber ein schöner Fisch, aber gibt dem Fisch eine Chance, also weiter geht's. Und wenn es nicht mehr läuft, ich habe einen einzigen kleineren Köder mit, dann hänge ich mit denen ran. Dann werde ich Heiko einen vorangeln, so. Ist ja nicht so, dass ich nicht auch noch was anderes eingepackt habe. Ich weiß gar nicht, wann du da rumflüsterst. Der Bursche hat jetzt schon ganz schön ein paar Einschläge. Jetzt die vierte Attacke da drauf. Aber das ist alles so, ja, drei so, naja, Schubserbisse, einen im Drill verloren. Ich werde mal einen Köder wechseln. So, Heiko, jetzt zieh dich warm an. Peter hat ja einen kleineren Köder mit, einen kleinen Jerk. Und ich werde mal diesen Goldfisch, den werde ich jetzt mal so durchs Wasser prügeln. Mal gucken, was die Fische dazu sagen. Während Peter im Hintergrund schon wieder dabei ist, seinen kleineren Jerk zu feuern, habe ich auch noch mal geguckt. Und ich bleibe erstmal vorübergehend bei den Little Darling von Micha. Aber was ich auch noch mitgenommen habe, vielleicht können sich einige von euch daran erinnern. Wenn nicht, wir verlinken den Film oben nochmal und dann könnt ihr da nochmal gucken, was wir da mit dem tatsächlich machen wollten oder auch gemacht haben. Hat der kleine Jerk dort tatsächlich einen Einschlag gebracht und das glaube ich jetzt so beim vielleicht dritten oder vierten Wurf. Da wollen wir nochmal gucken, ob wir da nicht ein bisschen dichter rankommen.
Ich habe ja gesagt, zieh dich warm an. Oh, Quick Release. Das passiert natürlich auch. Ja, da hat er aber Glück gehabt. Ich habe ja gesagt, zieh dich warm an. Goldfisch geht immer. Fast immer. Zweiter Wurf. Zweiter. Ich hatte jetzt geschätzt dritter oder vierter, nee, aber... Zweiter Wurf. Ja, denn. Und mal gucken, was da noch so geht. Da geht bestimmt noch eine. Heiko kann nicht anders. Er hat mal gewechselt auf ein Crankbait, soweit ich weiß. Oder hast du wieder Jerk drauf? Tatsächlich habe ich schon wieder zurückgewechselt auf den Jerk, aber eine kleine Nummer größer von Michael. Ja. Und leider ist der Hecht nicht größer geworden. Wie der Jerk oder was? Ja, so ungefähr. Heiko, du wolltest mir irgendwas zeigen jetzt. Dir wollte ich nichts zeigen. Du kennst ja schon alles. Na. Ja, okay, fast alles. Also, was Köder angeht. Genau, was die Köder angeht, kennst du schon ziemlich viel. Die natürlich auch und die von Micha. Wir wollten mal kurz zeigen, das ist der von vorhin, wo wir angefangen haben oder womit ich angefangen habe. Und habe dann gewechselt auf den etwas größeren, beziehungsweise zwischendurch noch auf den Crank. Aber der hat jetzt nochmal Fisch gebracht. Oder Fischchen, wollen wir mal so sagen. Aber Fisch ist Fisch. Und wir mal gucken, was noch so geht. Und Peter bleibt noch bei seinem Goldfisch hier im Itat. Und mal gucken, ob da noch einer geht. Die Hechte sind völlig verrückt. Ich eben so, oh, was Biss? Und ja, ich glaube das nicht. Der Hecht ist ungefähr so groß wie der Köder. Na, vielleicht doppelt so groß. Ich löse den ganz schnell vom Haken, weil ich will ihn gar nicht rausheben hier. Guckt euch das mal an, wie klein der ist. Also die sind schon größenwahnsinnig, ne? Auch die Lütten. Also schnell lösen und gleich zurück. Yeah! Hatten wir heute noch gar nicht. Willst du da einen Teppich flechten oder was wird das? Ja, ich hatte das so ein bisschen vor. Mir fehlen noch Weihnachtsgeschenke. Ja, alles klar. Der Goldfisch ist ja ein mega geiler Köder. Ich habe jetzt ein paar Attacken drauf gehabt. Ich glaube insgesamt zwei raus, zwei im Drill, hier vom Boot weg, so haut ab. Und noch vier Attacken zusätzlich noch. Ist natürlich genial, aber da die Fische eben klein sind, nicht so groß, werde ich die jetzt mal wieder in die Tasche packen und werde mal einen größeren Swimbait nehmen oder nochmal einen großen Jerk. Mal gucken, ob das denn besser funktioniert. Also ich tippe ja erstmal auf den. Und dann nachher werden wir mal den oder auch den probieren, weil der hat auch immer schon schöne Fische gebracht. Ja, wie sage ich immer so schön, wer die Wahl hat, hat die Qual. Ach, hat er gar nicht. Er nimmt eben alles. Genau, so sieht das bei dir auch aus. Ja. Da sagte Heiko gerade, der ist aber schön eingestiegen. Ich muss mal gucken, dass ich zu ihm hinkomme. Heiko, hast du einen großen Fisch? Ja, zumindest besser als das, was wir bisher hatten. Das ist schön. Na, der sieht auch schon mal besser aus. Der wollte ihn aber auch haben, hä? Jo. Gleich wieder der erste Wurf, nachdem der andere zurück ist. So ein schöner Fisch. Ja. Einer zum Abschluss, würde ich sagen. Fast. Zwei Würfe gehen noch oder drei. Das stimmt. Bis dahin haben wir noch bis zum Land. Bis 37. Ein schöner Küchenhecht. Ja, Petri. Petri, dank. Also sind wir ja schon eine ganze Zeit auf dem Teich. Wir hatten einen guten Einstieg in den Tag. Jeder so seine paar Hechte und Nu ist tatsächlich Ruhe im Schiff. Wir werden auch langsam retour, wir haben ja nicht mehr so viel Zeit. Aber ich werde nochmal die Köder wechseln. Ich habe zwar wieder den großen drauf, den 23er Jerk, aber ich werde nochmal eine Nummer größer nehmen und dann Swimbait. Mal gucken, der mal eine andere Farbe, so Goldfisch oder irgendwie sowas. Weil der Goldfisch hat ja Bisse gebracht, der Kleine. Der Kleine war richtig gut. Ja, dann müssen wir mal gucken, ob der große auch was bringt. Da habe ich gerade einen Köder gewechselt und Heiko macht den nächsten Wurf und schreit schon wieder, yo! Und hat schon wieder Fisch im Drill. Also die Kleinen sind heute auf alle Fälle besser, hm? Ja. Die Kleinen gehen auf jeden Fall. Ja. Ja, guck dir das mal an, so.
tatsächlich ein Hecht und auf Swimbait. Ja. Da ist der Heiko schon wieder am Drillen. Und ich hatte auch gerade schön auf dem Swimbait wieder eine schöne Attacke, aber der ist ausgestiegen. Und dann schrie Heiko schon, oh, so. Also er bringt die Beilage gleich mit. Hat gleich Salat dabei, ja? Ja. Naja, dann versorgt den Burschen nochmal ein dickes Petri. Petri, Dank. Heiko, da hast du dein Prachtexemplar. Auf jeden Fall geht er schon mal, ne? Genauso wie die anderen, aber heute früh, zu heute. Ja, ja, Mittag, ne? Geht schon mal. Kopf größer wie ein Eierbecher. Ja, warte kurz. 62. Alles klar, alles richtig gemacht. Da haben wir mal die Köder, die heute Attacken gebracht haben und auch Fische. Und tatsächlich war es so, werden wir auch gleich was sagen, dass die kleineren Köder doch besser gefangen haben heute. Feierabend. Das ist so genau Peters Musik. Also, nee, ich werde das jetzt nicht kommentieren. Ach, schade. Nein, ich höre etwas an. Okay. Unser Fazit heute, also Big Baits, naja, fast Big Baits. Die größere Fraktion heute hat nur einen Fisch gebracht auf den Swimbait. Sonst waren doch kleinere, auch bei mir die kleineren Jerks. Oder den einen, den ich mit hatte. Ja. Ich wollte es jetzt nicht sagen. Ja, ich habe aber nur den einen mitgenommen. Genau. Und ich wusste auch warum. Weil ich war nämlich letztes Mal mit Dennis hier und da hat der von 8 6 Fische gebracht. Also ja, musste ich den ja mitnehmen. Aber tatsächlich, die kleinen Köder haben heute den Fisch gebracht. Oder die Mehrzahl der Fische, wollen wir uns mal so sagen. Wir hatten auch auf die größeren, hattest du auch mehrere Attacken. Ja, natürlich. Aber das eher so Verbeißer, so, ne, hau ab hier, lass mich in Ruhe. So, manchmal die Sache ja einen Haken, aber heute hat das nicht so geklappt. Heute hat das Ding auch einen Haken gehabt, der wollte nur nicht sitzen. Ja, richtig. Aber ja, wie sagst du so schön, gib dem Fisch eine Chance. Richtig. Wir kommen wir. In diesem Sinne, wir wünschen euch einen schönen Restsonntag. Petri heil und... Schreibt was drunter und ja, eigentlich wollte ich ja noch andere Kommentare kommentieren. Nein, das machen wir nicht. Das schreiben wir. Entweder schreiben wir oder wir greifen das tatsächlich mal als Thema auf, dass wir mal in die Kommentare gehen und da nochmal durchblättern. Vielleicht finden wir auch welche, die wir noch nicht beantwortet haben. Aber jetzt erstmal Feierabend, schönen Sonntag, schöne Woche, wie auch immer. Wir sehen uns.